England gegen Frankreich. Keine Sorge, es geht nicht um Fußball, sondern um Crown Wars, The Black Prince. Hallo liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zum Vorabendprogramm hier bei Rocket Beans TV. Bei dem fantastischen Let's Play hier mit mir. Ich bin Steffen und wer Steffen bestellt, der bestellt normalerweise Strategie und Rollenspiele. Und wir haben heute einen Titel, der beides verbindet, nämlich Crown Wars, The Black Prince, so heißt es richtig. Und ein Spiel, welches im 100-jährigen Krieg spielt, also England gegen Frankreich, und so eine leicht alternative Realität aufbaut. So ein bisschen eine Mischung aus Rollenspiel und XCOM, so ein bisschen reingesprenkelt. Wird also ganz, ganz toll. Und ja, wir werden jetzt gleich erstmal schön 2 Stunden reinzoggen und gucken mal, was das Spiel so kann. Das Spiel ist gerade frisch rausgekommen, wurde entwickelt von Artifact Studios, die unter anderem gemacht haben, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dungeon of Nahelberg, 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 Nahelberg. Und die fantastische PC-Umsetzung für Terraform Mars, das fantastische Brettspiel. Checkt das euch gerne mal aus. Und jetzt, wie gesagt, hier Crown Wars The Black Prince. Und ja, wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Ne? Bevor wir anfangen, liebe Leute, wir gucken mal kurz ins Hauptmenü rein, weil ich habe eine kurze Frage. Diese Herrschaften, die hier so am Baum hängen, haben die keine Hose an? Ich möchte kurz dafür plädieren, dass wenn ihr Leute aufknüpft, lasst ihnen wenigstens die Hosen an, okay? Also wenn ihr irgendwann mal in einen wütenden Mob reingeratet mit Fackeln und Mistgabeln und irgendjemanden von seinem Thron stürzen wollt, dann lasst den Leuten wenigstens ihre Hosen an. Also wie sieht das denn aus, wirklich? Also wenn ich so mal irgendwo enden möchte, dann will ich wenigstens meine Hose anhaben. Vielleicht täusche ich mich auch, aber egal. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, aber noch nicht so super viel. Wundert euch also nicht. Und wir starten auf normalen Schwierigkeitsgrad. Alles easy, ne? Und gucken einfach mal rein. Hallo erstmal in Chat übrigens auch. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Aber anscheinend hat Twitch gerade ein kleines Problem. So wie es scheint. Liebe Grüße an die Twitch-Leute. Es wird bestimmt bald besser. Poitiers, 1356. After fighting to complete exhaustion, the King of France, John II, is defeated. The King of England's son, the Black Prince, takes him as a prisoner. For more than 20 years, the royal houses have been fighting for the crown of the most powerful kingdom in the Occidental world. It was a war of chivalry, kings and princes. A war between families, rival houses, and cousins. A war fought according to the conventions of feudalism. But with neither side willing to kneel to the other, the war became a costly endeavor, attracting the most bloodthirsty of mercenaries. And in the shadows, there were those who resorted to unspeakable methods, exploring mystical powers involving the occult. In the midst of this turmoil, with chaos reigning all round, a group of compassionate men and women gathered in secret to fight an insidious threat, more horrifying than the war itself. Ihr merkt schon, es ist kein 100% historisches Spiel, sondern es hat so wirklich ganz leichte Fantasy-Elemente mit drin. Und wir werden ein kleines Mysterium ergründen, aber hat quasi diesen realen geschichtlichen Hintergrund des 100-jährigen Krieges, mit dem ich mich sehr schlecht auskenne, muss ich sagen. Thank you, my dear brothers and sisters, for having come from so far away. The Brotherhood is facing a formidable challenge in these troubling times. It's true. The King of France has been defeated and captured by the English. And we must continue to keep out of political matters. Of course, but that's not why the Council has gathered here today. What was that? See what's going on. Are we under attack? We must prepare for the worst. The Brotherhood's documents are of the utmost importance. We mustn't let anyone get hold of them. Ja, einen ganz schön rostigen Dolch. Ist fast so unverschämt, wie Leute umgekehrt aufhängen ohne Hose. Mit verrosteten Dolchen jemanden töten. Au! Aue! Es tut doch weh! Good God, what's happening? Sire, we must leave right away. We are under heavy attack. We can't flee and leave our documents here. We should send a message to warn Nicholas. We can't risk being captured.
My friends, the day we all feared has arrived. We must burn our documents. We cannot let ourselves be captured. You, go to the main gate. Organize the defense. We need to buy ourselves time. Very well. We'll meet again before God. Du da mit dem Hammer. Kümmer dich um alles. Okay, gar kein Problem. Das machen wir natürlich. Das Tutorial habe ich, wie gesagt, schon gespielt. Ich werde euch da ein bisschen was erklären und ich werde das Tutorial so ein bisschen schneller durchgehen, weil wir wollen ja auch was vom richtigen Spiel sehen. Deswegen, ich erkläre euch ein bisschen was. Und sorry, Macbeth. Und wir werden jetzt nicht den Tutorial-Text durchlesen. Aber es funktioniert im Endeffekt relativ simpel. Man hat verschiedene Einheiten, die man eben über ein Feldgrid bewegt und muss natürlich feindliche Einheiten besiegen in diesem Fall. Man hat immer eine Bewegungsaktion, das ist dieser silberne Bereich. Darüber hinaus hat man noch zwei weitere Aktionen und diese zwei weiteren Aktionen kann man entweder benutzen, um weiter zu sprinten, also sich weiter zu bewegen. Ich könnte jetzt zum Beispiel bis ich hier hinkommen wollen würde, ist das im nächsten in diesem gelben Bereich. Das heißt, ich müsste schon eine Aktion dafür ausgeben. Oder ich kann mit diesen Aktionen angreifen. Da dieser Gegner hier jetzt aber in dem silbernen Bereich steht, kann ich da einfach hinlatschen und dem zweimal aufs Fressbrett hauen mit meinem großen Hammer. Ich habe aber nicht nur meine normale Fähigkeit, das ist diese Brecherattacke, sondern eben auch so zwei schwere Attacken, wie das Urteil, du züchtigst deinen Gegner und verursachst 5-9 Sturmschaden. Oder den schweren Ansturm. Die Sachen haben aber, sieht man oben rechts in diesem kleinen Einblendung, haben einen Cooldown. Das heißt, ich kann ihn nicht so oft einsetzen. Ich hau den erstmal um, oder? Leute, komm, wir hauen den erstmal um. Bäm. Au. Ja, es gibt so sehr brutale Finisher-Animationen, die ich immer persönlich ganz nett finde. Und jetzt gehen wir hier mal in Deckung und chillaxen mal eine Runde. Genau, wir fangen jetzt natürlich erstmal an mit einem Charakter, den wir jetzt hier haben für den ersten Akt des Tutorials. Aber wir bekommen natürlich noch mehr Charaktere. Und ich glaube, im späteren Spiel hat man dann in der Regel so 4 oder 5, die man auf dem Schlachtfeld herumschicken kann. Hast du uns da? Aua. Das tut doch weh. Kann man durch so einen Hirschkopf gut sehen, frage ich mich gerade, wenn man das so im Gesicht hat? Sind die Hirschaugenhöhlen genau richtig, dass man auch gut durchgucken kann? Ich meine, will Eduard jetzt hier nicht outcallen. Aber wenn das geht, wäre es cool. So. Jetzt haben wir schon 3 Einheiten. Wir beginnen erstmal mit unserem Julie Lazarusun, unserer Ritterin, unserem Ritter. Und die haut natürlich den Leuten, ja, dass sie einen Ansturm machen können, egal. Lebenspunkte hat der 8. Mit meinem normalen Angriff mache ich 5-9 Sturmschaden. Also wenn ich Glück habe, ist er auch mit einem Schlag weg. Da ist er weg. Und jetzt kommt unser Hundi. Ein ganz ein Feini. Der mir schön in den Arsch beißt. Zack. Also jetzt orientieren wir uns gleich nach oben. Mit meiner Ritterin kann ich auch schon wieder nach oben laufen. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier noch unseren Eduard Equires. Der kann natürlich hier oben gleich mal in Deckung laufen. Ihr werdet auch sehen, es gibt verschiedene Klassen von Einheiten, die man mitnehmen kann. Wir haben zum Beispiel hier jetzt mit Eduard Equires einen Charakter, der sich besonders gut mit Begleitern auskennt. Deswegen heißt er Bestienbändiger. Wir haben hier mit Julie eine Kreuzritterin und eben unseren Hund. So einfach ist das. So. Wir rennen erstmal weiter nach vorne, ist ja vollkommen klar. Der Tutorial ist natürlich jetzt noch nicht, sondern nicht taktisch anspruchsvoll, sondern es geht erstmal nur darum, die Kernelemente des Spiels kennenzulernen. Und dementsprechend renne ich jetzt einfach mal ziellos hier nach vorne, da wird schon nicht so super viel passieren. Und das geht dann schon. Und Pfeil im Kopf. Und da haben wir unsere nächsten beiden Charaktere.
Und ich glaube, damit haben wir dann... Ne, wir haben noch nicht alle Charakterklassen freigeschaltet, aber wir haben jetzt hier unseren Alchemisten. Der ist natürlich besonders darin spezialisiert, mit super tollen Säurefläschchen oder Feuerfläschchen um sich zu werfen oder eine Sprengung durchzuführen. Ich könnte hier zum Beispiel die beiden Leute schon wegsprengen, wenn ich Lust habe. Ich könnte hier aber näher rangehen und noch mehr Leute wegsprengen. Ich mag ja Leute wegsprengen, deswegen gehe ich hier mal runter, verschanze mich mal hier. Aber da wird's mal so gesprengt hier, guck mal Leute. Kriege ich alle vier? Ja, guck mal, das ist doch schön. Eine schöne Sprengung. Zack. Sind die gesprengt, kriegen jetzt Feuerschaden, weil sie hier in dem Feuer drin stehen. Also alles wunderbar. Und ich kann sogar noch ein Feuerfläschchen werfen, wenn ich möchte. Da kriege ich aber nur die drei, aber das sollte ja auch reichen. Nimm das! Hahaha, brennt! Sehr schön. Jetzt steht da nur noch einer und den kann ich natürlich wunderbar. Oh, der steht auch noch, aber die werden gleich beide draufgehen, glaube ich. Jetzt kann ich mal gucken, was ich mit meinem Bogenschützen mache. Da hinten kommt ja noch einer angelatscht. Den muss ich mir noch mal schnappen. Ich glaube, wir sind Franzosen. Das wird aber, glaube ich, gleich aufgeklärt, auf welcher Seite wir kämpfen. Das ist nicht so 100% klar, aber ich glaube, wir kämpfen auf der Seite der Franzosen. In diesem Szenario, in diesem fiktiven 100-jährigen Krieg. Zack. Jetzt können wir natürlich auch nicht in diesen Feuerbereich reinlaufen. Das müssen wir vielleicht gar nicht. Hat der Fernkampf der Bestienbändiger? Wahrscheinlich nicht. Du greifst ein Ziel an und du rufst einen Falken zur Unterstützung. Okay, interessant. Das ist bestimmt kein Fernkampfangriff. Also wir gehen hier mit unserem Bestienbändiger erstmal ein bisschen nach vorne. Unterstützen mal ein bisschen unsere Bogenschützen da vorne. Mon Dieu! Und jetzt kommt unser Hund. Und wenn ich den Hund hier hinstelle, müsste der eigentlich auch angreifen können. Ich glaube, man kann auch diagonal im Feld angreifen. Ja, kann man. Zack. Und er muss nicht in das Feuer reintreten, um den Typen zu erledigen. Das ist doch wunderbar. Jetzt stellen wir hier noch unseren Kreuzritter auf, unsere Kreuzritterin. Und dann sollte der Kampf doch hier easy zu gewinnen sein, oder? Der stirbt durch das Feuer, der andere Typ muss zu uns laufen. Hat er natürlich hier direkt meinen Alchemisten auf dem Kicker, aber greift nicht an, das war sehr gut, weil er sprinten musste. Was wiederum bedeutet, der Hund kann ihm schön die Kehle aufreißen. So einfach ist das, Leute. So einfach ist es doch. Thank you. The council will destroy the documents. We must hold the main gate. Yes, the enemy is quickly gathering. I saw them from the rooftops. They're trying to force the gate open. We don't have much time. Wir haben nicht viel Zeit. We must stop them here. They'll rue the day they attacked us. Forward! Auf zum Tor. Jetzt habe ich natürlich meine Sprengladung schon benutzt von meinem Alchemisten. Ich hoffe, die ist gleich wieder verfügbar. Ah, okay, drei Runden braucht ihr jetzt noch, damit ich sie wieder benutzen kann. Ich hätte noch Säurefläschchen und Heilfläschchen, aber die bringen mir jetzt natürlich jetzt auch nicht super viel. Wenn ich hier oben stehe, kann ich da Leute beschießen? Ja, kann ich. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Alchemisten schön hier oben platzieren, hinter der großen Mauer. Und kann dann von hier oben schön auf die Leute da unten schießen. Was haben wir denn hier? Rüstungsbrecher als Gegner. Rüstungsbrecher, der hat einen Bogen. Ich glaube, wir schalten erstmal die Fernkämpfer aus. Zack. Und zweiter Schuss. Weg mit dir! Dann kommt unser Bestienbändiger. Mit dem kann ich jetzt eigentlich gleich mal diesen Falken versuchen. Schätze ich mir schön dahin. Da kommt der Falke. Der hat schon Schaden gemacht? Okay. Das zweite Ziel ist auf jeden Fall jetzt markiert, hat also einen Debuff. Und das bedeutet, ich kann jetzt... Du und deine Bestie kämpfen wie eine Person. Verursacht 4-7 Schnittschaden. Wenn sich die Bestie in Reichweite befindet, profitieren die Angriffe davon. Okay, das heißt, ich kann meinen Hund nach vorne schicken. Und kann dann mit meinem Bestienbändiger diesen Angriff machen. Dann müsste ich jetzt eigentlich mehr Schaden machen, oder? Okay, ich habe ihn erledigt. Easy. Ready when you are. So, meine Kreuzritterin kommt nach vorne. Rennen. Service. Jetzt haben wir hier noch unsere Bogenschützen, die schießen auch noch mal ein bisschen auf. Was habe ich hier noch mit der Bogenschützen für Fähigkeiten? Krähenfüße. Du platzierst Krähenfüße im ausgewählten Bereich. Einheiten, die sich in dem Bereich befinden oder sich hindurch bewegen, verbrauchen mehr Bewegungspunkte und erleiden Schaden. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ich könnte den jetzt hier so auslegen, die Krähenfüße, damit der
Kollege nicht so einfach wegkommt. Ich glaube, das mache ich ja auch. Vielleicht habe ich mir selbst Schaden gemacht, weil ich blöd bin, aber das ist halt so. Und wenn ich den jetzt nicht umlege mit meinem Bogen, dann muss er ja durch die Krähenfüße laufen und kriegt dann wahrscheinlich Schaden. Easy, Leute, easy. So einfach geht das. Regardless, we must continue until the very end if we must. Die schöne Bibliothek. Und damit haben wir das Tutorial, wenn wir nicht alles täuscht, abgeschlossen von Crown Wars. So schnell kann das gehen. Also für Leute, die sich so im Strategie-Taktik-Spiel-Genre auskennen, für die ist das alles auf jeden Fall bekannt. Und jetzt dürfen wir uns unser Haus aussuchen. Unsere Familie, mit der wir starten. Es gibt am Anfang 4 Stück. Und die haben am Anfang unterschiedliche Boni, sage ich mal, die die am Anfang bekommen. Das heißt nicht, dass man sich da so krass spezialisiert, dass man manche Sachen nicht mehr machen kann, aber man startet einfach mit unterschiedlichen Sachen. Wir haben zum Beispiel die Familie Montverac. Die beginnt mit einem zusätzlichen Alchemisten. Da haben wir also mehr Alchemisten, die ich ja ganz cool finde. Außerdem eine verstärkte Armbrust und 5 Balsam, 3 Gegengift und eine Giftgranate. Das Motto ist, auf Wissen vertrauen wir. Eine umsichtige Familie aus dem Süden Frankreichs hat sich über mehrere Generationen hinweg der Forschung in diversen Feldern verschrieben. Die Familie Montverac, die dem niedrigen Adel entstammt, findet in Entdeckungen großen Gefallen und ist fasziniert von den Wissenschaften. Zwar führten ihre Anstrengungen zu wichtigen Durchbrüchen, doch ist sie bewusst, dass sie solcher Fortschritt habsüchtiger Blicke auf sich zieht. Die Montverac stoßen entweder auf Argwohn oder Sympathie, da sich ihre Forschung oft an die schwammigen Grenze zwischen Wissenschaft und Aberglaube befindet. Engstirnige Gemüter missbilligen ihre Experimente, aber die Familie Montverac hat sich schon immer darauf verstanden, sich mit einflussreichen Verbündeten zu umgeben. Dieses Talent hat sie bislang gut beschützen können. Also eher die Alchemisten-Fraktion. Dann haben wir hier Villardin. Wir beginnen mit einem Schinder. Ich weiß leider nicht ganz genau, was ein Schinder ist, aber es ist wahrscheinlich eine Charakterklasse. Außerdem mit einem verstärkten Bogen und mit Balsam, gezackten Pfeilen und vergifteten Pfeilen. Also eher so eine Fernkampf-Bogenschützenfamilie, würde ich fast sagen. Die Familie Valentin hat sich ihren Ruf durch Bündnisse und politische Manöver erarbeitet und eines beneidenswerten Platz inmitten der mächtigen Elite der Bretagne eingenommen. Die Baronin Villardin, die jüngste Spross in der Linie einflussreicher und respektierter Familienoberhaupter, hat die herausragenden Qualitäten ihrer Vorläufer geerbt, sie über jedwede Erfahrung hinaus verfeinert und mit ihnen den Einfluss der Familie auf unerreichte Höhen gehoben. Mit den ersten Spannungen um die Folge der bretonischen Krone wandten sich viele Persönlichkeiten für Rat und Unterstützung an die Familie Valentin. Vor dem Hintergrund der Unsicherheit und Missgunst sind die Valentins eine standhafte Säule, an die sich viele weniger einflussreiche Familien lehnen. Dann haben wir noch die Larousun. Da beginnen wir mit einem zusätzlichen Kreuzritter, einem verstärkten Schwert und wir haben 5-mal Balsam, 3 verstärkte Rüstungen und einmal Bandagen. Also Nahkampffamilie. Viele Jahre lang haben die Mitglieder der Familie Larousun in Kriegen und in Kreuzzügen gekämpft. Ihr Ruf als tapfere Krieger hat ihnen zu Wohlstand und einem hohen Ansehen verholfen. Seither haben sich ihre Ländereien ausgeweitet und ihr Familienanwesen sprudelt über mit Schätzen, mit denen sie vor den Kreuzzügen zurückkehrten. Nicht selten hört man auf den Turnieren der Elite jubelnde Ausrufe des Familiennamens und oft präsentieren die Larousun stolz die Farben seiner Blutlinie. Stärke, Ehre und Mut sind die Werte, die ein jeder Larousun einfügt und verteidigt. Mit dem Ende der Kreuzzüge widmen sich die Familienmitglieder nun der Ausbildung, der Erhaltung ihres Erbes und der Bereitstellung erfahrenen Rates zu militärischen Angelegenheiten. Ihr Wille und ihre Entschlossenheit als stolze Krieger bleiben allerdings unerschütterlich. Na, ja, okay. Und dann haben wir noch die Familie Ikgeguiras. Da haben wir einen Bestienbändiger mit einem Bären. Interessant. Eine verstärkte Axt. Und Balsambandagen und Salben. Die Familie Ikgeguiras gehören zu den ältesten Familien aus der Region der Pyrenäen. Seit Generationen leben ihre Mitglieder im Einklang mit der Tierwelt, wodurch sie sich einen Ruf als unvergleichliche Tierhalter eingebracht haben. Aufgrund ihrer abgeschiedenen Ländereien und der verschlossenen Natur der Familie dient die bloße Erwähnung ihres Namens als fruchtbarer Boden, für Mythen und Legenden. Auch nennt sie diverse Geschichten mit ihren warmen Familiengeschichten vereint haben, erfreuen sich die Ikgeguiras daran, Aberglauben und die furchtverschrecklichen Kreaturen halten potenziellen Rivalen von ihren Ländereien fern.
Reisende, die sich in die Berge wagen, stellen fest, dass man sie nur mit einem triftigen Grund die Ländereien der Equiras betreten sollte. Eine Begegnung mit einem Bären und seinem Meister kann für überneugierige Seelen schnell zu Schwierigkeiten führen. Ich glaube, ich nehme mal die Montverac. Ich finde die Alchemisten eigentlich ganz cool. Ich will Leute in die Luft sprengen. Ich mag es einfach, Leute in die Luft zu sprengen. Und deswegen nehmen wir das. Und wir können uns Familienwappen theoretisch auch noch anpassen. Da gibt es hier so verschiedene Optionen, die man noch wählen kann. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, muss ich sagen, das Wappen. Deswegen behalten wir das einfach. Oh, ich drück mal ein paar Mal auf Zufall. Und stopp. Ja. Naja. Das finde ich nicht schlecht. Das nehmen wir. So. Bestätigen. Jetzt erfährt quasi das Hauptspiel. Die Leute. Dies a sudden and violent death, while France in its defeat plunges into civil war. With your family ruined, fate forces you to flee your lands and wander the roads in exile. But don't lose hope. I'm offering you a new start. A small and secluded domain within the kingdom. For now, you need only know that I was a friend of the head of your family, and my name is Nicholas. So, und jetzt haben wir hier unsere Burg, unsere Domäne, wie es so schön heißt. Und die können wir mit der Zeit ausbauen. Wir haben hier oben auch so ein paar Ressourcen. Wir haben Gold, wir haben Metall, wir haben Leder, Holz und Handwerksmeister bzw. Gruppen. Und hier können wir später dann neue Gebäude bauen, wie zum Beispiel die Kapelle oder den Markt oder das Labor und so weiter und so fort. Am Anfang haben wir nur die Kaserne als erstes Gebäude zur Verfügung und unseren Hauptsitz. Und in der Kaserne können wir natürlich uns unsere Einheiten angucken, die wir haben, was wir da haben, wie die ausgerüstet sind und wie die, was die für ein Level gerade haben. Und wir können hier mal gucken, wir haben 3 Alchemisten, 2 Tierbändiger, einer mit einem Hund und einer mit einem Bären. Wir haben 2 Kreuzritter, 2, das sind wahrscheinlich diese Schinder und 2 Fernkämpfer. Und eine von denen müsste jetzt auch schon diese bessere Armbrust eigentlich haben. Ist das die hier schon? Ja, das ist schon die verstärkte Armbrust, genau. Und damit können wir jetzt in unsere erste Mission reingehen. Und die Mission kriegen wir hier in unserem Rittersaal. Hier haben wir halt die Möglichkeit, am Anfang jetzt bisher nur noch die Karte uns anzugucken, um mal zu checken, was eigentlich gerade abgeht. Und am Anfang haben wir natürlich hier nur 2 Markierungen auf der Karte. Wir haben natürlich erstmal nur unsere Basis, unsere Domäne hier, Montverac. Und hier ist aber die erste Mission, die wir schon haben. Und die bringt uns 800 Gold und 200 Ressourcen. Und das ist natürlich immer schön. Und deswegen machen wir hier unsere erste Mission. Montverracs Lösegeld. Deine Blutlinie stirbt aus. Dein letzter Erbe, Hugh von Montverac, wurde gefangen genommen. Die Verantwortlichen fordern ein Lösegeld. Wir müssen ihn um jeden Preis befreien. Und jetzt können wir uns hier unsere kleine Gruppe zusammenstellen. Und wir beginnen natürlich erst einmal mit einem Alchemisten, weil davon haben wir ja ein paar. Ich würde auf jeden Fall gerne auch einen Kreuzritter dabei haben, weil die sind ja, glaube ich, ganz gute Tanks. Ich würde auch unseren Bärenfreund hier mal mitnehmen, weil sonst würde sich einen Bären dabei zu haben, stelle ich mir ganz gut vor. Jetzt die Frage, nehmen wir noch einen Bogenschützen dazu oder noch einen Alchemisten? Ich glaube, ich nehme 2 Alchemisten einfach mal mit, weil die kamen ja gleichzeitig auch in der Armbrust. Und damit versuchen wir es mal. Ich kann denen jetzt hier noch so ein paar Sachen geben, wie zum Beispiel Balsam, das wäre wahrscheinlich hilfreich, und Fesseln. Damit können Leute gefangen werden. Die gebe ich mal dem Bärenmeister, der kriegt mal die Fesseln. Gegengift nehmen wir auch noch mit, wobei ich nicht ganz genau weiß, wozu ich Gegengift eigentlich brauche, aber wer weiß. Und Gottfried, unser anderer Alchemist, kriegt Balsam und die Giftgranate mit. Ansonsten haben die ganz normale Bewaffnung. Wir haben hier 2 Nahkampfwaffen bei dem Bärenmeister, bei der Armbrüste. Ja, das wird schon. Ab geht's. Ab geht's, liebe Leute. Achso, ich muss natürlich hier auf 2 Treiben klicken, damit unsere Leute losgehen.
Und wir beginnen die Schlacht. Empfohlen Gefängnisstufe 1, das passt. Konfrontiere Hüks Geiselnehmer. Das machen wir natürlich. Und mit konfrontieren meinen wir natürlich, wir töten sie, oder? Das heißt konfrontieren, glaube ich, übersetzt. So. Jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen das Gelände an. Es ist ein bisschen wie bei anderen Taktikspielen, dass wir am Anfang erstmal verdeckt starten. Das heißt, die gegnerischen Einheiten wissen noch gar nicht, wo wir überhaupt sind. Wir sehen hier aber diese roten Punkte. Das bedeutet, wenn einer unserer Charaktere in diesen roten Bereich reingerät, dann wird der aufgedeckt und es kommt quasi zum Kampf. Dementsprechend sollten wir uns davon erstmal fernhalten und erstmal gucken, dass wir unsere Einheiten gut postieren. Und ich sehe hier einen wunderschönen kleinen Turm, wo ich schon mal einen unserer Alchemisten reinstecken kann. Damit die Person später ein gutes Schussfeld hat. Ich stelle die aber erstmal hier unten hin. Das war auch die falsche Person. Damit ich hier ein bisschen mehr mich nächste Runde quasi hochgehen kann und dann meine Feuerkorridore aufbauen kann. So, der sollte das machen. Stellt sich erstmal hier unten. Und wartet erstmal ab. Ready to go. Wir haben hier eine Person und da zwei. Das heißt, wenn ich den hier trigger, dann werden die anderen beiden wahrscheinlich versuchen, hier durchzukommen. Das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, meinen Bärenmeister mal hier so hinzustellen. Ich hoffe mal, dass die ihn nicht sehen. Aber das werden wir herausfinden, fürchte ich. Der Bär kommt da auch hin. At your service. Du chillst da auch mal. Du chillst auch. Und unsere zweite Alchemistin kommt mal hier hinten hin. Very well. In der Hoffnung, die andere Person auf der linken Seite zu unterstützen, wenn ich hier so hochgehen kann. So, wir beenden mal die Runde. Gucken mal, ob die Gegner sich irgendwie bewegen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht in meine Richtung kommen und mich entdecken. Ansonsten wird das... Nein, sie haben mich nicht entdeckt. Hervorragend. So, und jetzt kann ich hier so ein bisschen meinen ersten Angriff aufbauen. Dieser Alchemist kommt mal nach hier oben. Und von da aus habe ich natürlich einen wunderbaren Blick auf diese Einheit hier unten, auf den Feind. Und der Armbrustschütze wird gleich wahrscheinlich den Angriff starten. Nee, wird er noch nicht starten, glaube ich. Erstmal der Armbrustschütze kommt mal hier rüber. Understood. Und man kann auch natürlich hier sowohl mit Nahkampf- als auch mit Fernkampfeinheiten Überwachung festlegen. Überwachung heißt einfach, guck bitte in eine bestimmte Richtung und greife Gegner an, die sich in diesem Fall bewegen. Und wir machen es so, ich halte jetzt hier einfach mal mit dem Armbrustschützen so rein. Das bedeutet, wenn die beiden sich bewegen, dann greift der Armbrustschütze automatisch an. Und gleichzeitig würde ich ganz gerne, komme ich hier rüber, komme ich hier durch, ohne gesehen zu werden? Ich glaube nicht, das ist natürlich nicht so geil. Dann machen wir es so, ich stelle den Bestienbändiger hier so hin. Und sage dem, greif alles an, was vor dir kommt. Damit, wenn die jetzt gleich hier auf meinen Armbrustschützen loslaufen, der die einfach mit angreifen kann. Das ist ein bisschen der Plan. Und das Gleiche mache ich auf dieser Seite hier mit dem Bären. Das heißt, der stellt sich hier hin, wird jetzt zwar entdeckt, aber es ist nicht so schlimm. Weil jetzt werden die Gegner getriggert und kommen jetzt zu mir. Und ich kann gleich ein bisschen schießen. Und ich kann mit dem Bären jetzt sogar schon hier hinrennen und den angreifen. Mit der schönen Krallenbranke hier. Zack, einmal rauf da. Schön. Und die Kreuzritterin kann da auch direkt hinlaufen und direkt draufhauen, Leute. Hey! Okay, es gibt anscheinend Friendly Fire und die... Okay, es ist ein Flächenangriff. Sorry, Bär. Sorry, tut mir leid. Mein Fehler. War nicht so gemeint. Lieber Bär, war nicht so gemeint. Sorry, mein Fehler, Leute. Bitte nicht Peter informieren. Mein Fehler. So, damit sind alle vorbereitet und haben alles erledigt. Mal gucken, was die Gegner machen. Die wehren sich hier natürlich, aber ich meine, der eine Typ gegen einen Bären und zwei andere wird schon gehen. Aue, doch nicht alle auf den Bären. Was soll denn das? Frechheit. Yes. So, mein Bestienbändiger. Vergiftet erstmal. Gift, glaube ich, erstmal hilfreich. Zack. Funktioniert. Ja, ist vergiftet.
Und dann schlägt sie nochmal normal drauf. Und jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich kann jetzt meinen Bogenschützen hier nicht mehr rausbewegen, weil, mein Alchemisten, weil der mich jetzt quasi in seinem Nahkampfbereich hat, was natürlich nicht ganz so geil ist. Da müssen wir gleich mal überlegen, was wir machen. Erstmal schießen wir hier auf den Typen wieder. Och, warum weicht denn alle Maus? Nicht auf den Bären schießen, danke. Verdammt! Berli. Komm, hau ihn um, bitte. Ja, sehr gut, da ist er weg. Ja, kein Problem. Das heißt, mein Kreuzritter kann jetzt hier mit rüberlaufen. Heathen. Zack. Er hält aber viel aus hier, der Gegner. Meine Güte. Der Typ hier oben kann nichts mehr machen. Ich habe jetzt hier noch meinen Bogenschützen, meinen Alchemisten. Da habe ich natürlich mich wieder so dumm bewegt, dass ich hier das Feuerfläschchen nicht mehr so geil reinwerfen kann. Aber dann werfe ich das Feuerfläschchen einfach auf den Typen. Zack. Muss ich irgendwen heilen? Nein. Dann kriegt der einfach noch einen Armbrustbolzen ab. So. Fertig. Spiel kommt übrigens, oder ist rausgekommen für PC, Xbox, Series X und Series S und die PS5. Also nicht nur ein rein PC-Spiel. Wir spielen es hier auf dem PC, damit ihr euch nicht wundert. Deswegen zur Xbox oder zur PlayStation-Version kann ich mir nicht sagen, aber ja. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz unseren Bären heilen. Der ist nämlich ganz schön angeschlagen und ist, glaube ich, irgendwie blutend oder sowas. Finde ich nicht so schön. Jetzt kann der sich hier mal um den blöden Bogenschützen kümmern. Auf ihn! Zack. So schnell kann's gehen. Und... Ready to go. Der hier sollte jetzt auch gleich drauf gehen. Zack, weg mit ihm. Easy. So nämlich. Das waren aber anscheinend noch nicht alle. Wahrscheinlich, hier oben ist noch mehr roter Bereich. Das heißt, die anderen sind wahrscheinlich da oben. Wir müssen immer noch unseren entführten Vetter finden. Aber das Ziel ist einfach nur, eliminiere alle Gegner. Das sollten wir natürlich hinkriegen. Wenn wir ein bisschen vorrücken und dann passt das schon. Ich muss nur irgendwie, kann ich meinen Bären noch irgendwie weiter heilen? Der ist irgendwie... Yes. Muss ich gleich mal gucken. Ob ich noch irgendwie ein Leckerli habe oder so, was ich den Bären in die Hand drücken kann. Ready to go? So. Da kriegt der Bär nochmal ein schönes Heilfläschchen und dann geht das schon. Ein bisschen Bärlauch. Sehr gut, Happy S, sehr gut. Okay, da scheint das feindliche Lager zu sein. Was hat denn mein... Achso, wer hat eine Blutung? Das scheint aber weg zu sein. Okay. Dann bin ich ja beruhigt, wenn er nicht mehr gedebufft ist. Ich werde jetzt mal... teambereit. Du kämpfst mit deiner Bestie an deiner Seite. Wenn du eine Einheit angreifst, die bereits von deiner Bestie getroffen wurde oder vice versa, erhält der Angriff einen Bonus auf Kraft. Okay, das heißt, ich sollte eigentlich meinen Bestienmeister und meinen Bären zusammen herumlaufen lassen. Dann mache ich das natürlich auch. Wir gehen erstmal bis hier. Yes. Stell ich die einfach mal nebeneinander. Ready when you are. Was mache ich mit unseren... das war jetzt der Kreuzritterin. Machen wir hier einfach mal so eine zweite Front auf. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Aber wir greifen diese Runde noch nicht an. Und die Alchemistin verschickt sich hier einmal. Und jetzt gucken wir mal, was die Gegner machen. Wie viele sind das aber überhaupt? Das sind ganz schön viele, habe ich das Gefühl. Rechten Seite ist einer, der braucht natürlich jetzt ein bisschen überhaupt bei uns zu sein. Da stehen zwei. Da könnte ich natürlich ganz gut eine Feuerflasche reinwerfen, wenn ich noch eine habe. Und der geht jetzt darüber, okay, das mit der Feuerflasche hat sich damit erledigt. Aber wir könnten jetzt, ah, da steht noch jemand. 1, 2, 3, 4. So, wir gehen mal nach da.
I'm ready. At your service. Kreuzritter stellt sich mal hier hin und überwacht alle, die hier versuchen, dann mit mir vorbeizukommen. Und jetzt aktiviere ich mal die Gegner, einfach nur, um zu wissen, was die machen und wo die hinlaufen, damit ich sie mir gleich schnappen kann. Ja, komm her. So, und jetzt kann ich hier nämlich die schöne Feuerflasche reinwerfen. Perfekt. Und den beiden Feuerschaden machen. Das hilft schon mal. Und dann kann ich den auch noch eine Armbrust reinjagen. Wenn die nicht ausweichen würden. Verdammte Axt. This might hurt. So, und mein Bär und sein Bestienbändiger rennen jetzt schön hier von der Seite rein. Damit ich den nächste Runde schön in den Rücken fallen kann. So. Haha, ich kann auch ausweichen. Ja, komm doch her, komm doch her. Das war jetzt gerade unser Überwachungsangriff, den wir quasi gerade hatten, weil die Person in meinen Angriffsbereich reingelaufen ist. So schön Schwerthieb abbekommen. So, wir beginnen erstmal mit unserem Bären und seinem Kumpel. Das sollte nämlich relativ schnell gehen. Er lebt noch? Och, Mann. Autsch! Meine Güte. So ein Bär hat, glaube ich, ganz schön viel Kraft. Das könnte also sehr wehtun. Fürchte ich. Ich hätte es auch andersrum machen müssen, ne? Na egal. At your command. Und der kann aber gleich mal mitkommen. Mein Bestienmeister. Meister! Der Bestienmeister. So, dann haben wir hier noch diesen einen Knilch. Den sollten wir eigentlich auch ganz gut wegkriegen. Weil da schieße ich am besten jetzt nochmal drauf, damit ich zur Not jetzt noch hier nach oben laufen kann mit meinem Kreuzritter. Zack. Hinfort mit dir! Wurm! So, der kriegt auch noch aufs Maul. Ich sehe schon den ganzen Bärwortspiele im Chat, liebe Leute. Es fügt mir jetzt mal körperliche Schmerzen zu, aber es erwärmt meine Seele. Danke euch. Out of my way. At your service. Jetzt habe ich leider keinen Angriff mehr, um diesen einen Typen dann auf Weg zu machen. Ach nee, hier ist noch jemand. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, diese Typen mit ihren Blutungspfeilen immer. Ist doch ätzend. So, der Bär darf jetzt hier schön mal dem die letzte Ölung erweisen. Der hier ist auch weg. Und dann müssen wir die Mission reich geschafft haben, oder? Ja, Sieg. Mauwraks Lösegeld ist geschafft. Und jetzt kriegen wir natürlich Erfahrungspunkte für die Einheiten, die wir mitgenommen haben. Unsere Alchemisten, alle sind Stufe 2, ja, perfekt. Und wir dürfen uns dann immer zwischen unterschiedlichen Spezialisierungen entscheiden. Wie in diesem Fall entweder ein Apotheker oder ein Pyrochemiker. Und Apotheker würde geben, du wirfst ein übelriechendes Gebräu, die bei Einheiten im Wirkungsbereich Schwächungen bewirken können, also Debuffs. Oder alchemistisches Pech, du wirfst ein Fläschchen mit Pech, das alchemistisch verbessert würde. Und beim Aufprall eine große Oberfläche aus Pech erzeugt, bewirkt Verlangsamung bei Einheiten, die sich im Wirkungsbereich befinden oder hindurchgehen. Und Verlangsamung finde ich ganz gut. Deswegen wählen wir hier einfach mal Pyrochemiker als Spezialisierung aus. Und wir können ja bei unserem anderen Alchemisten das andere nehmen. Der ist jetzt Apotheker. So. Dann, unsere Kreuzritterin hat entweder Inquisitor
Da kriegen wir Urteil. Du züchtigst deinen Gegner und verursachst 5 bis 8 Schnittschaden. Wenn du während des Zuges Schaden erlitten hast, erhältst du den Angriff einen Bonus von 20% auf Kraft. Ist also ein bisschen, ne, ich krieg Schaden, der Gegner kriegt davor mehr Schaden. Oder Templer, du verhöhnst deinen Gegner in Reichweite und kannst Verspottung bewirken. Du erhältst Zähigkeit. Das ist so eine typische Tank-Fähigkeit, die nehme ich mal mit, weil ein Tank in der Gruppe zu haben ist immer ganz gut, der den ganzen Schaden auffängt. Und das war ja eigentlich gerade unsere Kreuzritterin. Auch wenn unser Bär auch schon viel eingesteckt hat. Und Willibert, unser Tierbändiger, darf sich auch entscheiden zwischen Dressur. Du und deine Bestie kämpfen wie eine Person, verursacht 4 bis 8 Schnittschaden. Wenn sich die Bestie in Reichweite des Ziels befindet, profitieren ihre Angriffe von Teamarbeit. Oder Markierung, du greifst dein Ziel an und rufst deinen Falken. Das war das, verursacht 3. Okay. Ich mach mal Dressur, weil ich will ja eh meinen Bär in der Nähe haben von meinem Bier, Tierbändiger. Dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Synergieeffekt, den ich da habe. Außerdem kriegen wir hier auch Erfahrungspunkte für unsere Waffen. Das heißt, unsere Waffen leveln quasi auch auf, je mehr wir sie benutzen. Und wir haben natürlich unsere Ressourcen bekommen, die uns versprochen worden sind. 800 Gold und 200 Eisen, Leder und Holz. Und vielleicht können wir damit schon was machen. Wir gucken mal. Wasn't being held there. We followed a false trail. Have the English really taken the young Monverac prisoner? For now, we can't give up the search. We'll find his trail eventually and make his abductors pay. Okay, also Hüg, der Typ, den wir eigentlich retten sollen, war anscheinend nicht da. Schließe ein Attentat ab, um die Schmiede freizuschalten. Schließe den Kampf ab, um das Labor freizuschalten. Okay, wir gucken gleich mal. Wir haben jetzt aber die Kapelle und dort können wir, wenn wir Einheiten haben, die verletzt sind, beziehungsweise getötet worden sind, nicht getötet, kampfunfähig gemacht worden sind, dann können wir die hier reinstecken und dann erholen sie sich ein bisschen. Wir gehen aber einmal wieder in den Rittersaal und machen einfach direkt weiter, oder, liebe Leute? Nicht lang schnacken, ab auf der Karte. Und wir haben jetzt hier entweder die Wahl zwischen der Mission der Kampf, damit schließen wir das Labor frei, oder das Attentat, damit schalten wir die Schmiede frei. Und ich glaube, ich mache mal das Labor. Labor kriegt nach Spaß für unsere Alchemisten. Und dementsprechend senden wir wieder eine Gruppe aus. Ah, okay. Unsere alten Leute sind noch nicht wieder zurück. Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Gruppe losschicken. Und da haben wir jetzt unsere andere Alchemistin. Dann haben wir einen Tierbändiger. Wir nehmen mal einen von dieser Klasse mit. Was ist das für eine Klasse? Das ist wahrscheinlich ein Schinder. Und Rupert, den Dieb, würde ich mal sagen. Nein, das wollte ich nicht. Sorry, ich wollte eigentlich ihre Ausrüstung mir mal angucken. Kampf wollte ich machen, ja. Das ging doch irgendwo. Also, wir nehmen Gwenell mit, wir nehmen Aderik mit, wir nehmen Emily mit und wir nehmen Rupert mit. Ah, hier ist ihre Ausrüstung, okay. Also, unsere Alchemistin hat wieder eine Fernkampfwaffe. Das ist fein. Die kann aber wieder die verstärkte Armbrust mitnehmen. Die nimmt nämlich mehr, macht mehr Schaden, hat zwar ein bisschen weniger Reichweite. Aber das finde ich nicht so schlimm. Die Hundeführerin. Die bekommt eine Axt und den Dolch. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination. Mit dem Dolch kann ich Gift auftragen und mit dem normalen kann ich ganz mal zuschlagen. Aber hier, der Dieb ist das, dem will ich eigentlich einen Bogen geben. Der Schinder bekommt den Bogen. Und ich glaube, ich habe jetzt keine, doch, ich habe noch Items. Ich habe noch Balsam, nehmen wir nochmal mit, damit wir ein bisschen heilen können. Balsam. So, Abfahrt. Schlacht beginnen. Let's go. Attenbertrat. Muss ich auch ein bisschen Mühe geben. Dann.
Ich kann anscheinend auch Einheiten mit diesen Fesseln fangen. Ich weiß nicht, ob das so ein Pokémon-Ding ist, dass ich die dann in mein Team aufnehmen kann, aber wir werden es irgendwann ausprobieren. So, jetzt haben wir hier die vier Gegner. Ziele sind spirale Gegner auf und eliminiere sie. Das kriegen wir doch hin. Die sind natürlich relativ weit vorne bei mir, ne? Okay, wir fangen erstmal mit unserem Tierbändiger an. Der kann sich mal schön hier in Deckung stellen. So. Und wir haben hier, das ist der Duellant. Wer war denn der Duellant? Ah, okay, das ist die Schinderin ist anscheinend Duellant. Okay. Nee, Schinderin? Okay, ich habe aus Versehen irgendeinen Charakter mitgenommen, den ich anscheinend nicht mitnehmen wollte. Na egal. Yes. So, die Schinderin, beziehungsweise der Schinder in diesem Fall, stellt sich mal hier hinter und schießt gleich auf den ersten Gegner. Ich brauche aber auch meine Duellanten. Die stellt sich nämlich hier hin und blockiert damit so ein bisschen den Zugang zu unseren Bogenschützen. Nun sage ich, Mist, rennt auch mal nach vorne. Der kriegt gleich eine schöne Möglichkeit, ein bisschen was zu werfen. Und jetzt machen wir hier den ersten Schuss mit unserem Schinder, unserer Schinderin. Ja, kommt her, kommt alle her. Kommt alle schön her, damit ich euch schön eine Brandbombe reinwerfen kann. So, die ist... Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich habe mich verklickt. Ja, die beiden kriegen eine Brandbombe ab. Zack. Brennt, brennt, Leute. Runde ist beendet. Jetzt müssen die einmal um diesen ganzen Tisch rumlaufen, um mich richtig zu kriegen. Und das sollen sie erstmal versuchen. Oder sie schießen mit Bögen. Das hebelt natürlich meine gesamte Falle auf, die ich da aufgebaut habe. Aber okay. Die können auf den Tisch springen? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Gegner auf Tische springen können. Das ist unfair. Ich beantrage eine Wiederholung. Videoschiri. Geht das Symbol? So. Scheiße. Die ganze Falle hat überhaupt nichts gebracht. Mann. Okay, wir fangen mit dem Hundi an. Der Hundi rennt erstmal schön hier rüber und schnappt sich... Nee, wobei. Wir beginnen mit unserem Duellanten. Hier rüber. Der muss erstmal weg. Komm schon. Ein HP doch, das gibt's doch nicht. So, der Hund, beziehungsweise mein Bestienbändiger, kriegt einen Bonus, wenn mein Hund einem Charakter schon Schaden gemacht hat. Das heißt, der Hund geht jetzt hier erstmal auf den Typen mit den vielen Lebenspunkten drauf, damit ich gleich mit dem Bestienbändiger den auch angreifen kann. So. Der wird erstmal schön vergiftet. Zack. Der Vergiftung hat er natürlich widerstanden. Hervorragend. Meine Armbrustschützin haut den da um. Zack, mit dem Dolch. Au! Au! Das tut weh. Und jetzt kann ich... Ich habe leider keine Bombe mit der. Und die sollte sich vielleicht erstmal in Deckung begeben. Und so. Und schießt dann auch mal auf den Typen, der hier auf dem Tisch steht. So einfach frech. Was soll denn das? Kannst du mich einfach auf den Tisch stellen? Ich kann mich jetzt leider mit meinem Bogenschützen hier auch nicht wegbewegen, weil ansonsten kriege ich einen Angriff von dem Typen, der auf dem Tisch steht, ab. Das ist natürlich eine absolute Frechheit. Deswegen greife ich den einfach mal an. Dodge that. Und so. Hau, ey! Aha, mein Hund ist ausgewichen, sehr gut. So, der Hund greift wieder an, damit unser Bestienbändiger den Bonus bekommt. Angriff Nummer 1. Angriff Nummer 2. I'll be quick to finish.
und noch 4 Lebenspunkte, aber den kriegen wir dann mit irgendwas anderem weg. Jetzt ist die Frage. Was machen wir mit dem Kollegen hier? Ich glaube, sie heilt sich erstmal selbst. Gibt dem dann hoffentlich den Rest. Ja, sehr gut. Jetzt können der Duellant und mein Bogenschütze sich um den Typen hier kümmern. Ah, sehr gut. Ja, tritt ihm und mit dem Pfeil in den Nacken rein. Das tut weh. Jetzt kann ich nämlich, ich kann keinen Pfeil mehr hinschießen. Ist der was erreicht wird? Consider it done. Stellen wir uns hier hin. Yes. Die kann sich da nicht wegbewegen, weil sie sonst angegriffen wird. Das wollen wir nicht. Dafür können unser Bestienbändiger und der Hund sich gleich nochmal den nächsten hier vorknöpfen. Ich sehe schon, im Chat ist heute auf jeden Fall Nils Bohm auf Gedächtnistag, was die Wortwitze angeht. Finde ich gut, gefällt mir. Ah! Come on! Also das ist echt unterste Schublade. Bogenschützen bzw. Armeschützen hinter einem Baum anzugreifen, mitten im Nahkampf, ist wirklich unterste Schublade, Freunde. Also das ist, verstößt einfach eigentlich gegen mindestens 3 Genfer Konventionen. Weiß nicht, ob die damals schon erfunden worden sind, wahrscheinlich nicht. Trotzdem finde ich das eine absolute Frechheit. Und entsprechend muss ich damit umgehen. So, wir haben noch 12 Runden Zeit, die restlichen Gegner zu finden. Aber ich sehe schon wieder einen roten Bereich, das heißt, da wird wahrscheinlich jemand sein. Und wir schicken mal unseren Hund los, um mal, weil der kann nicht scouten, weil er nicht mehr genug Bewegungsreichweite hat. Dann geht er einmal hier. At your service. Das ist die nächste feindliche Gruppe. Ich muss ein bisschen jetzt aufpassen um meine Fernkämpfer, weil die werden ganz schön oft attackiert. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen zu leger mit denen umgehe. Dementsprechend ja, muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen auf die. Weil ich habe keine Heil-Items mehr. Unsere Alchemistin hat schon unter halbe Lebenspunkte. Deswegen lasse ich die mal ein bisschen weiter hin, glaube ich. Besser ist es. Ich habe ein bisschen Angst um die. Ich werde nicht die direkt im Lazarett landen lassen, ne? Das wollen wir nicht. So, Runde ist beendet. Und jetzt ist die Frage. Ready to go? Der Bestienbändiger kann auf jeden Fall nach vorne gehen gleich. Stellt sich mal hier hin. Der Hund kommt da natürlich mit. Lege sich jetzt hier ab. Ist hier was in Reichweite? Das ist natürlich niemand in Reichweite. Hm. Ah doch, ich habe noch Balsam. Kann ich das benutzen? Ja! Ein paar Lebenspunkte habe ich zumindest wiederbekommen. Das ist doch schon mal gut. Da kann ich hier die Alchemisten nochmal nach vorne werfen lassen. Liegen auch die Kräuter hier rum. Nee, wirklich. Wenn man Kräuter mal braucht, ne, dann findet man sie nicht. So, wir warten nochmal bis zur nächsten Runde. Ja, komm ein bisschen näher, komm ein bisschen näher. So, die hat uns jetzt entdeckt. Das ist okay. Weil dann können die Gegner jetzt in meine Falle reinlaufen. Oder auch nicht. Das ist nämlich automatisch mein Zug. Okay. Dann beginnen wir einmal die Schlacht mit Fernkampf. Wir haben hier schwer gerüstete Gegner. Habe ich nicht irgendwas, was kritischer Treffer kann Blindheit bewirken? Verursacht ignoriert Rüstung. Das ist vielleicht nicht schlecht. Eine Armbrust, die Rüstung ignoriert, könnte helfen. So, dann geht der Hund direkt nach vorne und beißt den mal schön in den Hintern. Damit ich gleich einen Bonus bekomme. Nein! Nein, ich wollte den anderen armieren. Ready to go. Ach, geht der jetzt Gift ab? Ja, komm, der richtige Gift ab.
Hat funktioniert, sehr gut. Und den Normalangriff. So, jetzt habe ich mich natürlich mit dem hier schon verklickt. Das war ein bisschen doof, aber so ist es dann normal. Dann verteidigt der hier lieber unsere Armbrustschützen weiter. Und der Bogenschütze kann dann auf den Typen schießen. Abfahrt. Das Spiel, was ihr gerade seht, weil gerade Nachfragen kommen im Chat, ist das niegelnagelneue Crown Wars The Black Prince. Guckt es euch gerne an. Quasi XCOM im Mittelalter. Im 100-jährigen Krieg, Entschuldigung. Und macht bisher sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin ja eher ein Freund von taktischen Rundenstrategiespielen. Dementsprechend ist das hier ein sehr schönes, frisches Erlebnis für mich, muss ich sagen. Und auch wenn mein Hund gerade verprügelt wird von einem riesigen Schwert, gefällt mir das bisher sehr gut. So. So, jetzt habe ich unsere Fernkämpfer mal ein bisschen geschützt. Problem ist aber, unsere Nahkämpfer kriegen jetzt ein bisschen natürlich auf den Sack. Wir beginnen erstmal mit dem Typen hier. Und geht mal ein Stück zur Seite. Vielleicht sehe ich meinen Giftschlag nicht mehr, aber gut, das ist dann halt so. Den kriegen wir auch so weg, hoffentlich. Armbrustschütze schießt er auch direkt drauf. Einfach alles rein fokussieren. Alles wieder rein. Ja, Dragon Deer war zu schnell. Vielen Dank, Dragon Deer. So, wenn ich jetzt mit dem Bogenschützen noch drauf schieße, reicht das? Kriege ich den damit weg? Na, ja, mit etwas Glück. Mal schauen. Ich mach 2 bis 5 Schaden, ich brauche 5. Ah, schade, nicht ganz. Aber der war ja, glaube ich, auch vergiftet, wenn mich nicht alles täuscht. Dann könnte das noch funktionieren. Und das gleiche machen wir auf der Seite. Einmal das Gift. Messer rein, Messer raus. Woher kann man es nochmal, Chat? Messer rein, Messer raus? Nee, Messer rein, Gedärme raus. War das aus Simpsons? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, es war Simpsons. Zauberer gibt's nicht. Lasse bluten. Ich habe gesehen, was du gemacht hast, aber die Klasse gibt's nicht. Aber es gibt so ein bisschen, ich sag mal, mystische Elemente, die auf jeden Fall mitspielen. Es ist, wie gesagt, keine hundertprozentig korrekte Darstellung des Mittelalters, sondern eine mit einem leichten Fantasy-Touch. Au! Ja, Simpsons, genau. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Leute. So, den Typen haben wir erledigt. Das heißt, unser wunderbarer Bestienmeister kann sich jetzt hier hinten schön anschleichen und dem nächsten ein Gift euch in den Rücken rammen. Ah, Gift hat leider nicht funktioniert, aber egal. Und unser Hund kann da gleich mitmachen. Ja, ich komme mal durcheinander zwischen den Simpsons, Family Guy und Rick and Morty, was von wo ist. Da muss ich mich manchmal ein bisschen orientieren, was wer gesagt hat. So, wir hauen hier weiter drauf. Der muss weg. Jetzt muss ich, glaube ich, auch unseren Armbrustschützen wieder so ein bisschen in Sicherheit bringen, damit er nicht gleich umzingelt wird. Perfect strike. My advice, run. At your command. So. Ready when you are. That hit the mark. Das Game hat ein Cover-System. Also man kann sich in Deckung begeben, wenn man dann von einem Fernkampfangriff angegriffen wird, dann kann es sein, dass man dem ausweicht, quasi eine höhere Ausweichchance. So, ich hoffe jetzt mal, dass es hier gleich der letzte Gegner war, weil ansonsten, ich habe noch 7 Runden, das könnte sonst ein bisschen eng werden. Aber ich denke mal, das ist wirklich. Wir sind doch am Anfang des Spiels, ne? Von daher, ich glaube, das ist alles noch entspannt. Deswegen ist der Schwierigkeitsgrad bisher, glaube ich, noch nicht so super krass. So. Oh, es sind aber noch irgendwo Gegner. Das ist natürlich nicht so gut. Dann muss ich die jetzt gleich schneller besiegen. Damit ich hier mein Zeitlimit nicht überschreite. Wir rennen einfach mal weiter nach hier. Ich glaube, das sieht nach einer richtigen Richtung aus. Oben scheint noch so eine Art Lager zu sein. Oder zumindest ein Gebäude. Ist da jemand noch drin? Habe ich noch Balsam? Noch irgendjemand was? Kann sich nochmal selbst heilen, sehr gut. Meine Güte, Heilung ist echt rar gesät hier. Muss ich sagen. So, alle nach vorne.
Hey, hallo. Hello, Fanboy. So, ohne Menschen. 6 Runden habe ich noch. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Hab hier noch jemanden zu finden? Yes. Hier links noch welche. Okay, ich habe sie gefunden. Links um das Gebäude rum. Da muss ich jetzt natürlich gleich ein bisschen Gas geben, damit ich die kriege. Lauf! Lauf, Kollege, lauf! Yes. Rennt, Leute, rennt so schnell, wie euch eure Füße tragen können, bitte. Understood. Wart! Lauft! Lauft! Leute! Das scheinen 4 Stück zu sein. Hier alles täuscht. Ich hoffe mal, dass die jetzt noch ein bisschen in meine Richtung kommen. Ja, putt. Oh, der hat eine helle Bade oder so. Sieht gefährlich aus. Und ich habe meine ganzen krassen Sachen schon verballert. Das ist natürlich nicht so geil. Naja. Ready to go. Muss jetzt auf jeden Fall meinen Bestienbändiger so ein bisschen als Tank benutzen, weil der hat noch am meisten Lebenspunkte. Auch wenn der Hund ganz schön angeknabbert ist. My blade is yours. Understood. So, Deckung. Mein Bogenschütze kommt nach hier. Da muss ich gleich noch einen guten Platz für meine Armbrustschützen finden. Aber gute Plätze sind rar gesät. Ich pack die mal hier hin. Na kommt. Hab ich immer noch nicht gesehen, das gibt's noch nicht. Dann werden wir jetzt gleich den ersten Schuss abgeben mit unserem Bogen. Auf den Alchemisten. Zack, vielleicht kriegen wir den sogar in einer Runde tot, das wäre natürlich hervorragend. Aber der hat sich jetzt in Deckung begeben, das ist natürlich nicht so schön. Aber wir schauen mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass der gleich hier irgendwas reinwirft bei mir. Kriege ich den nicht mehr, weil er echt ein Feld weit von mir entfernt steht? Das gibt's doch nicht. At your command. Ich habe Angst, meinen Hund einfach reinzuschicken, ehrlich gesagt. Wir machen es mal so. Der Alchemist muss weg, ganz dringend, bevor der hier irgendwelche Brandbomben in mich reinwirft. Ready to go? Dafür riskiere ich auch mal ein bisschen meine Fernkämpfer. Aber es ist wichtig, dass der weg ist. So, sehr gut, der Sack. Und jetzt kann ich mit meinem Hund und meinem Bestienmeister nach vorne stürmen und mir den nächsten schnappen. Ja, mit der Hellebarde. Das wäre bestimmt eine richtig gute Idee, jemanden mit der Hellebarde anzugreifen. Aber ich glaube, Hellebarden sind stärker im Kampf auf 2 Felder Entfernung, weil die ja so eine gewisse Reichweite haben, so eine Stangenwaffe, wie es so schön heißt. Dementsprechend glaube ich, dass es vielleicht gar nicht so eine dumme Idee ist, den jetzt hier einfach zu umzingeln und im Nahkampf anzugreifen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Oder ob ich nächste Runde blutend am Boden liege. Das kann natürlich immer passieren. Aber so viel hat er nicht mehr. Und ich glaube, ich habe ihn gerade vergiftet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Vergiftung funktioniert hat. Wir werden es gleich sehen. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. 2 Leute innerhalb von einer Runde getötet, ist natürlich hervorragend. Das ist sehr gut. Jetzt ist zwar mein Schinder auch vergiftet, aber das werden wir wohl... Ah! Oh, jetzt sind alle Leute vergiftet. Habe ich nicht irgendjemandem Gegengift mitgegeben? Wer war das? Ich habe das Gegengift zu Hause gelassen, oder? Du hast Gegengift mit den Worten zu Hause gelassen. Ach, wozu braucht man schon Gegengift, oder? Das war auch genau das. Na gut. Da müssen wir jetzt durch. Wir töten einfach alle Gegner, bevor es zum nächsten... bevor das Gift überhaupt Wirkung zeigen kann, ja? Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ready to go? So, weg mit dir. Wer mit Giftbomben wirft, kriegt die Axt ins Gesicht.
Schnauze voll. Ready when you are. Der muss auch noch weg. Ich hoffe, dass wir es dann geschafft haben. Ansonsten wird es nämlich echt eng mit der. Rundenbegrenzung. Aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Yield. Ja, na also. Da haben wir es doch, Leute. Da haben wir es doch. So muss es gemacht werden, glaube ich. Oder? Was sagt ihr? Stimmt, Gingif wird Nymph. Das macht doch keinen Schaden. Eben. Meine Worte. So, auch die können sich aufleveln. Und auch die kriegen die übliche Spezialisierung. Thea bekommt die. Dann haben wir hier den Bestienmeister. Der bekommt den Dresseur. Unsere Duellantin, was kriegt die? Die hat die Wahl zwischen Waffenmeister. Du weißt, deine Waffe meisterhaft zu nutzen, verursachst 3 bis 6 Stumpfschaden und bewirkst einen Debuff, basierend auf dem Schadenstyp der ausgerüsteten Waffe. Okay, nicht schlecht. Oder leichte Beute. Du nutzt die Schwächen deines Ziels aus, erhöhst deine kritische Trefferchance und verursachst 3 bis 6 Stumpfschaden. Angriff von hinten ignoriert die Rüstung des Ziels. Das nehmen wir. Rüstung ignorieren ist immer hilfreich. Und wir haben hier noch die Schinderin, oder jetzt sind wir in Schinder. Und der kriegt entweder die Krähenfüße oder den einsamen Wolf. Wenn sich in Radius von 3 Zellen keine Einheit befindet, während du angreifst, erhältst du einen Bonus von 15% auf kritische Trefferchance. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich finde die Krähenfüße eigentlich guter. Meine Güte, besser. Ist ein langer Tag heute gewesen. Dementsprechend nehme ich die mit und wir gehen zurück zu unserem Hauptquartier. Und ja, die sah nicht glücklich aus. Das liegt auch einfach nur daran, dass sie halt noch so ein bisschen was vom Gift drin hatte. Das passiert halt mal. So, wir haben uns alle Bohr freigeschaltet. Und hier können wir untersuche Formeln, um neue Verbrauchsgegenstände freizuschalten. Untersuchungen kosten Ressourcen und brauchen Zeit, erlauben es aber im Kaufenbildschirm neue Verbrauchsgegenstände zu kaufen. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil sowas wie Salbe herstellen zu können, ist, glaube ich, eine gute Idee. Dauert 8 Tage. Kann ich parallel auch Bandagen noch untersuchen? Ja, kann ich. Sehr gut. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Und ich kann Balsam auch schon kaufen und ich kann Fesseln kaufen. Ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen Balsam. Wie viel Geld habe ich denn? 1000? Kaufen mal 3x Balsam. Und das ist das, was wir freigeschaltet hatten, ne? Ja, genau. Dann würde ich sagen, gleich ins nächste Match. Wir haben ja jetzt hier noch offen das Attentat und da können wir wieder unsere erste Gruppe auf den Weg schicken. Das waren meine beiden Alchemisten, das war der Kreuzritter und der Bär-Bestienmeister ist noch in Behandlung. Das heißt, der kann nicht mitgehen. Dann nehme ich hier noch die Volkes mit. So. Die sind gut bewaffnet, die haben auch noch ihre Ausrüstung, alles fein. Theobald, mein Lieber, bist du der Typ, der schon Level 2 ist? Nein, du bist noch Stufe 1. Okay, dann nimmst du mal, warum eigentlich nicht, ein Knüppel und ein Schild. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Und du kriegst nochmal einen Balsam mit. So, wenn ich Balsam sage, fühlt sich das immer so ein bisschen nach DSA an. Ich weiß nicht, ob Leute im Chat sind, die früher oder immer noch Schwarzauge gespielt haben, das Rollenspiel. Und da ist Balsam, oder besser gesagt Balsam-Salabunde, einer der wichtigsten Heilzauber. Versuchung von Salbe ist abgeschlossen. Sehr gut. Versuchung von Bandage ist abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Hervorragend, genau das wollten wir doch. Da sind die ersten DSA-Fans im Chat. Sehr gut, vielen Dank. So, Schwierigkeitsgrad leicht. Eliminiere das Ziel, führe deine Gefährten zum Extraktionsbereich. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt jemanden töten und dann abhauen. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Figuren ändern, gucke ich gleich mal. Ich weiß es gar nicht. Muss gleich mal schauen. So, da ist unser Ziel. Ist gar nicht so weit weg von unserem Startpunkt. Das ist natürlich hervorragend. Und dann rennen wir einfach mal straight los, oder? Das Überraschungsmoment ausnutzen. On the move.
At your service. Rennt, meine Lakaien, rennt! Das Ziel tötet sich von alleine. Nein, falsche Richtung. Ihr sollt zu mir kommen, Leute. Okay, der geht da rein. At your command. Understood. Stellen natürlich unsere beiden Schildträger in die erste Reihe. Yes. Und dann nehmen wir hier unsere Armbrustschützen. Ich hoffe mal, dass die Gegner jetzt nicht weglaufen. Aber eigentlich sollten sie es nicht. I won't disappoint you. So, und jetzt gehe ich mal hier in den Bereich, damit die sich bewegen und zu mir kommen. Kommt er? Da kommt! Ja, hervorragend. Ja, gerne. Ja, geht gerne ein bisschen zusammen, liebe Leute. Am besten möglichst eng. Das würde mich freuen. Hier ist mal eine schöne Schwächung ab. Und ein bisschen Teer kriegt ihr auch noch ab. Das wär, scheiße, das ganze Teer sich anzünden kann. Das wäre cool. Das würde mir Spaß machen. Kann ich. Okay, sehr gut. Hervorragend. Das ist natürlich viel besser gelaufen, als ich dachte. Komm, Gift kriegen die auch noch drauf. Dann haben die Gift, Schwächung und Feuer. Und ich glaube, dann haben die erstmal genug Debuffs. Oder? Ja. Vorerst. Understood. Jetzt muss ich nur meine... I'll hold this position. Anderen Kollegen hier gut postieren. I'll hold this position. Nur gucken wir mal, was die Gegner, wie die da jetzt wieder rauskommen wollen. Okay, gegnerische Verstärkungen sind unterwegs. Das ist natürlich gut zu wissen. Ich muss ja nur den einen Typen töten. Also von daher, oh, das ist schlau von ihm. Oh, das war sehr schlau von ihm. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er da einfach hochlatschen kann. Der eine Armbrustschütze von dem versteckt sich da oben. Aue! Kommt eine Taube oder was? Frechheit. Wer von denen war der Typ, den ich töten muss? Der hier vorne, ne? Ja. Der kriegt schön ein paar Armbrüste ins Gesicht. Armbrustbolzen. Oh Gott. So. Da ist er weg. Und da hinten müssen wir raus. Okay, dann laufen wir jetzt gleich schon hier rechts am Gebäude vorbei. Wobei, das sieht so aus, als würde eine Mauer stehen. Guck gleich mal. Ich will nur nicht hier lang rennen, weil da natürlich gleich die Verstärkung von den Gegnern kommt. Aber da gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Ja, wir rennen mal nach hinten. Ja, ich will einfach nur alles anzünden. Das ist meine Motivation. Out of my way. So, der muss weg, damit ich mich hier ohne Schaden wegbewegen kann. Aber das ist natürlich kein Problem. Step, step, weg ist er. Und jetzt kann ich mich hier schön... Ich will nicht durchs Feuer laufen, bitte. On my way. So. Ich kann mich gleich schön zurückziehen. At your service. Ich will nicht durchs Feuer laufen. On my way. Nicht durchs Feuer. Kampfstil Verteidiger, das passt. So, wir wechseln auf den Kampfstil, damit er ein bisschen mehr Schaden aushält. Der ist noch vergiftet, das heißt, der wird eh gleich sterben und der soll mal mir hinterherrennen, wenn er Bock hat. Der kriegt schön ein paar Bolzen ins Gesicht. Strike.
Ja, wir sind die guten, Seraphiro. Wir sind eindeutig die Guten. Keine Sorge. Das passiert alles hier im Namen des, wir sind, also, das hat alles seine Richtigkeit, will ich damit sagen. Kriege ich den jetzt hier noch irgendwie weg? Ich habe leider keine Fernkampfsachen mehr, ne? Nee, ich glaube, dann renne ich lieber. Mein Duellant scoutet mal ein bisschen vor und guckt mal, dass da nichts im Weg ist. Ja, ich glaube, ich kann nicht hier rumrennen. Sollte passen. Lass ich den jetzt in Frieden? Ja, komm, ich lasse den in Ruhe. Der wird mir jetzt wahrscheinlich hinterherlaufen, dann kriegt er noch einen Armbrustbolzen ab und dann ist er tot. Also von daher passt das. Wir sind auf jeden Fall die Franzosen. Fledermotte. Also, tu mit dieser Information, was du möchtest. Ja, gegen die Gruppe werde ich wahrscheinlich noch kämpfen müssen, wenn ich gleich mich zum Ausgang auf den Weg mache. Aber das sollten wir hinkriegen. So, der Typ ist gestorben in seiner Vergiftung. Hervorragend. Das war gut geplant. Der Typ schießt daneben. Perfekt, so wollen wir es sehen. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt endgültig hier fertig mache, damit ich hier in Ruhe nach oben laufen kann. Ja, hervorragend. So muss es doch laufen, Leute. Die anderen sind natürlich die Engländer. Wir befinden uns in einer fiktiven Version des 100-jährigen Krieges. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann Wikipedia. Ich kenne mich leider mit dem 100-jährigen Krieg, auch wenn ich ihn garantiert in der Schule gehabt habe, nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. I'm ready. With me. Ich weiß nur, dass der 100-jährige Krieg länger als 100 Jahre gedauert hat. Glaube ich. Oder ZDF-Sketch-History, stimmt. Ja, guter Einwand, Nerik. Ah, die mit ihren Falten immer, was soll denn das? Wo sind wir denn hier, bei der Vogelschau oder was? Freiheit. Okay. So, wir haben jetzt wieder unsere Sprengung hier. Das heißt, ich kann hier wieder eine schöne Schwächung reinwerfen. Und direkt nochmal hier ein Feuerfläschchen, damit die auch schön Feuerschaden bekommen. Und dann renne ich mal hier. Very well. Die beiden sind hier vorne ja verbrannt, das heißt, ich greife jetzt mal den da hinten an. Mit meiner Armbrust. Und ich heile mal meinen Kollegen, der hier vorne steht. Komm ich da? Ich komme da gar nicht ran. Scheiße. Ja gut, dann schieße ich lieber, wenn ich da nicht rankomme. Ich hoffe mal, der hat selbst auch noch bald an dabei, sonst habe ich jetzt gleich ein Problem. Aber naja. Nein, habe ich nicht. Cool. Dann gehst du mal nach vorne und versuchst mal den Schaden so ein bisschen abzuhängen. Abzuhalten. Doch, er hat Balsam dabei. Hui, Glück gehabt. So, der hat sich ein bisschen, geht nach vorne. Und kann sogar noch mal ein bisschen Stabby-Step machen. Step-Step. Step-Step-Step. In zwei Runden kommen noch Gegner hinter mir. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, ich sollte jetzt in der nächsten Runde die am besten hier fertig machen und dann weglaufen. Bevor mir hier noch jemand in den Rücken fällt. Das wäre natürlich nicht so schön. Warum gehst du jetzt da rein und kletterst auf ein Regal? Naja, egal. Wir hinterfragen das nicht. So, der muss weg hier. Ich kann auf jeden Fall mit unserem Armbrustschützen schon mal hier reinlaufen, in die Evakuierungszone. Consider it done. So. Ah! Okay. Da ist jemand hochgradig motiviert. God guides my hand.
Komm schon. Ein Lebenspunkt daraus gibt's doch nicht. Ja, sehr gut. Der fällt da um. Das war, glaube ich, noch aus Feuer, wenn ihr alles täuscht. Au, das hat wehgetan. Also man kriegt ja auf jeden Fall viel Schaden hier. Schon am Anfang. So, der muss weg, damit ich mich hier schnell verabschieden kann. Au, ja, in die Niere rein. Oh. Zum Glück brauche ich die nicht mehr. Nein. Jetzt müssen erst alle Gefährten in den Bereich und dann wird extrahiert. So, sind alle im Extraktionsbereich, ne? Ja. Sieg! Ja, das war doch einfach, Leute. Das geht auch gut. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich bekommen? Ich habe nicht so viele Leute getötet, deswegen kriege ich, glaube ich, weniger Erfahrungspunkte. Aber Theobald und Falk Fulque sind Stufe 2. Und der kriegt mal Inquisitor, das haben wir noch nicht. Und der andere bekommt Waffenmeister. So. Und die sollen mal zurückkehren. Ein Bierchen fürs Nierchen, so nämlich. Jetzt haben wir freigeschaltet die Schmiede. Da können wir bestimmt neue Gegenstände bauen. Verbessere die unterschiedlichen Waffen und Rüstungen deiner Gefährten. Jede Verbesserung kostet Ressourcen und benötigt Zeit. Okay. Also, ich würde eigentlich ganz gern schon mal etwas verbessern. Jetzt ist nur die Frage, was? Beginnen mal mit der verstärkten Axt. Die ist ja gut für unsere Bestienmeister. Zack. Und den verstärkten Dolch, weil da den haben auch manche Leute in der Zweithand. Und der kann Gift machen. Das gefällt mir auch ganz gut. Rüstung lassen wir. Aber wir kriegen auch sehr viel Schaden. Ne? Ich verstärke mal die Kreuzritterrüstung, weil Kreuzritter sind ja bei uns ein bisschen die Tanks. Und dass die eine verbesserte Rüstung bekommen, ist wahrscheinlich eine relativ gute Idee. So, und die Salbe ist jetzt fertig. Ich könnte auch noch ein paar Bandagen kaufen. Ich habe nur leider nicht mehr so viel Geld. Ich kann noch eine Bandage kann ich noch kaufen, die hole ich gleich mal. Und dann die restlichen 25 Gold muss ich mir aufsparen. Wir gehen nochmal in die nächste Map. Bisschen was wollen wir noch schaffen, liebe Leute, bevor wir zu RBTV Home gehen, ne? Könnt auch gleich einfach dranbleiben, denn, wie schon gesagt, gleich gibt's RBTV Home. Und das ist natürlich wieder eine hervorragende Sammlung an fantastischen Ideen, die ihr euch da finden werdet. Ich warte erstmal, bis meine andere Gruppe zurückgekehrt ist, damit ich gleich für die nächste Map oh, ich habe Geld erhalten. Sehr gut. Aus den Besten ihrer Zunft auswählen kann. Und meine Schmiede ist fertig. Meine verbesserten Äxte und meine verbesserten Dolche sind fertig. Und die verbesserte Kreuzritterrüstung ist auch fertig. Ja, guck doch mal, ist das nicht schön? Jetzt ist nur die Frage, habe ich die jetzt auch schon? Oder habe ich die noch nicht? Schmiede. Ich bin leider nicht bei Home, aber es gibt ganz viele andere tolle Leute, die bei Home sind heute Abend, liebe Leute. Ich bin nächste Woche bei Home. Nächste Woche. Gibt es im Spiel auch PvP? Nee, es ist ein Singleplayer-Only-Spiel. Bisher. Ich kann verstärkte Rüstung kaufen. Und kann ich Rüstung reparieren? Nee. Was bedeutet, ich habe die jetzt wahrscheinlich einfach die verbesserte Rüstung. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und jetzt gehen wir zu das königliche Abkommen. Stelle sicher, dass die Verhandlungen gefahrlos ablaufen. Das wird damit bestimmt gar nichts schief gehen. Was kann da schon schief gehen? Und dann nehmen wir natürlich mit Gwinnel, unsere Alchemistin. Willibert, unseren jetzt hoffentlich verstärkten Bärenmeister. Alize, unsere Kreuzritterin. Und dann nehmen wir noch Agathe mit. Die ist nämlich nur Level 1. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hat der jetzt die verbesserte Axt? Verstärkte Axt, ja. Hat er, sehr gut. Aber das ist ein Langdolch, kein verstärkter Dolch. Das ist der. Okay, ich hätte wahrscheinlich die verstärkten Langdolch nehmen sollen. Naja, gut.
Auch fein. Der hat die Armbrust. Du kannst. Er hat einen Bogen, der passt. Ich nehme Balsam mit. Bandagen. Auch ein Balsam. Und dann legen wir los. Düd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 ü
Oder beziehungsweise auch durchgezogen hat. Aber ich bin nicht so mutig wie Anya. Oh, und Sicht. Sehr gut, dann kann nämlich mein Beste Meister nach vorne laufen und jetzt meinen Bären hier ein bisschen unterstützen. Mit dem Giftdolch. Messer rein, Gedärme raus. Ah, schön. Der Bär gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Ah, von hier kann ich auf den Typen schießen. Das ist natürlich sehr gut. Hoho, da fliegt er. Sehr schön. Dann haben wir den Typen hier noch. Den kriegen wir natürlich auch weg. Der Bär geht erstmal in Deckung. Der hat erstmal genug gebärt. Der muss sich gleich erstmal schön heilen lassen. Zweihandwaffen machen in einem größeren Bereich Schaden. Das ist quasi der die Idee von Zweihandwaffen in dem Spiel. Entweder horizontal oder vertikal. Under banner of truce and these dogs. Captain, we mustn't waste any more time. We must be quick. Eilen wir uns. Right, my lady. As for you, will you do us one last favor and cover our backs? Be vigilant. The leader of these mercenaries left the camp with his best men. He could return at any moment. That pillager deserves to answer for his crimes before the law. Capture him if you can. But we must leave now. Farewell, good people. And thank you. Ja, das kriegen wir doch hin, oder, Leute? Soll er mal kommen, hier der Gegner. Fange den Anführer der Geiselnehmer. Ich habe Fesseln dabei. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe jetzt hier natürlich schön in die krasse Armbrust rein, wenn das geht. So, jetzt habe ich die quasi hier eingenommen, die Armbrust. Ich kann natürlich auch... hier steht ein Katapult. Das wäre natürlich noch viel witziger, ne? Ich habe gar nicht gesehen, dass hier auch noch Ambus und sowas steht. Dann nehme ich doch lieber die. Zack. Wir machen uns bereit mit den Katapulten. Wir sind zum Ballern, da habe ich Bock drauf. So. Der Bär ist unser Maskottchen, Leute. At your service. With me. Yes. Ha, kommt her! Kommt zu meinen Katapulten! Das ist der Anführer, den ich fangen soll? Okay. Ich weiß nicht, ob er noch so gut zu fangen ist, wenn er einen Katapult abbekommen hat, aber das werden wir sehen. Steinschleuder oder Trümmerregen. Oder vergiftetes Projektil. Ja, vergiftet ist mal nicht schlecht. Hello! Kamelle! So, der schießt das hier mal rein. Ja, ich bin wieder genau im Element. Sowas brauche ich. Wenn ich Belagerungswaffen benutzen darf, dann habe ich Spaß. Ich glaube, die Armbrust ist zu weit weg, oder? Die hat nicht so eine riesige Reichweite. Aber wenn wir bis hier, dann lassen die einfach kommen. Die müssen jetzt zu mir kommen. Jetzt habe ich natürlich den Typen vergiftet, den ich fangen muss, aber ja, das kriegen wir schon hin. Ich weiß ja noch nicht genau, wie Fangen funktioniert, aber es wird bestimmt gleich erklärt werden.
Ich glaube, es gab irgendwo in einer. Gab es nicht in einem polnischen Regiment zum Ersten Weltkrieg einen Kampfbären, der da mitgemacht hat? Ich bin nicht ganz sicher, was ein polnisches Regiment war. Dim, dim, dim. Ist doch falsche Richtung. Nein, du musst hier hin. On the move. Dreh, Durchschlagskraft. Abfahrt! Zack. On the move. So. Ein russischer Tanzbär, okay, dankeschön. Der Ritter muss jetzt mal weg. Das kriegen wir auch hin. Zack. Ja, ich kann die einfach kommen lassen. At your service. Yes. Wenn sie kommen, dann kriegen sie auch direkt hier noch einen Pfeil ab. Solche Elemente finde ich immer ganz cool, wenn man damit ja, einfach so ein bisschen mit der Umgebung interagieren kann. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Au! So, und jetzt kann ich hier schießen. Ah, für einen normalen Schuss ist er da zu weit weg. Und ich glaube, ich brauche jetzt zwei Runden, um zum nachzuladen. Perfect strike. Mein Bestienmeister muss jetzt hier runter eigentlich, damit ich hier den Typen mir schnappen kann. Komme ich da hin? Ja, ich komme da hin. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Fesseln funktioniert. Wir werden es ausprobieren. Okay. Ich hau ihm einfach auf den Hinterkopf und fessel ihn. Hervorragend. Genauso muss es laufen. I won't disappoint you. So, die anderen beiden kriegen wir natürlich easy hier weg. Ein kleiner Bär. Muss man einen Schritt nach vorne machen. Hallo? Hallo? Entschuldigung. So. Yes. Von hier kommen die nächsten. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch töten muss, aber zur Sicherheit drehe ich mich hier schon mal richtig um. Yes. Und mein Alchemist, der hat auch schon geschossen, der kann auch gleich mal rüberlaufen. Der Bär bleibt da stehen, die anderen bleiben auch stehen, wobei der kann ja eigentlich auch gleich mal schon rüberlaufen zu diesem Eingang. Und die steht da richtig. Ja, kommt doch her, lauf zu meinen Belagerungsmaschinen. Ja, stellt euch sehr eng zusammen, bitte. Möglichst eng. Danke. Ey, vielen Dank. Ich find's gut, wenn die Gegner einfach mitdenken. Ja, ich find's gut, wenn die Gegner einfach auch ein bisschen mithelfen bei unserer Verteidigungstaktik. Das gefällt mir immer besonders gut. Ready when you are. Aber diese Runde kann ich leider noch nicht schießen. Erst nächste Runde, so wie es aussieht. Aber das sollte ja ausreichen, hoffe ich. So, mein Bär muss, glaube ich, mit verteidigen. Ich weiß nicht, ob mein Bär einen Tribok bedienen kann, aber gut. Und du musst noch eine Runde nachladen, bis die Armbrust wieder fertig ist. Ja, komm doch her! Es ist auch ein bisschen eine Endlagerungsmaschine, stimmt. Und ja, ich habe einen Bär in der Art. Was ist das für eine Frage? Natürlich einen Bären. Ja, ich habe jetzt nicht so nah dran für meinen Tribok, oder? Ja, es ist leider zu nah dran. Okay, und der kann auch nicht schießen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber der Kollege kann schießen. Dann stellst du dich ja dahin, kann man nichts machen und schießt einfach auf den Typ da unten. Der blutet auch noch, das heißt, glaube ich, muss nur einen Schuss auf den abgeben. Zweiter Schuss geht auf den.
Und jetzt stehen die hier in so einer schönen Reihe. Da kann ich natürlich perfekt mit meinem Kreuzritter hier nach vorne treten. Und da mal schön einen reinzwiebeln. Zack. Zack. Schön, das sieht doch gut aus. Genauso will ich das auch sehen, liebe Leute. Eine Bärlagerungsmaschine. So, der kommt nochmal weg. Ach, ausgewichen. Gibt's doch nicht. Komm schon. Und mit meinem Bärenbändiger springen wir einfach mal hier hinten bei denen runter und gucken mal, was die machen. Schön vergiftet. Der Bär. Was sind der eigentlich für Fähigkeiten? Auf und rückwärts. Der Bär stellt sich aufrecht und bewegt sich auf Ziele rückwärts. Besetzt nur eine Zelle. Okay, verwirrend, aber egal. Achso, wenn er auf zwei Beinen ist, dann läuft er schneller und ist quasi. Er auf vier Beinen. Dann ist er quasi nicht im Angriffsmodus und auf zwei Beinen ist er im Angriffsmodus. Okay, verstehe. Komm doch her! Ja, es war vielleicht eine dumme Idee, meinen Dingens-Typen dahin zu stellen. Sehe ich ein. Aber das wird alles funktionieren, keine Sorge. So, als allererstes müssen die beiden hier weg. So. Dann muss der hier weg. Dann springst du hier runter und heilst mal deinen Kollegen. Es gibt Friendly Fire, ja. Also mit dem 200 zumindest, wenn man in diesem eigenen Bereich ist, dann gibt es Friendly Fire. Da muss man natürlich drauf aufpassen. Yes. Zack. Jetzt muss ich kurz gucken. Abgestimmter Angriff. Nur ein bisschen Reichweite des Ziels befindest. Okay, das heißt, ich muss meinen Bären jetzt hier einmal in Reichweite bringen. Zack, mit der Kralle ins Gesicht. So. Jetzt kann ich hier den abgestimmten Angriff machen. Together. Oh, jetzt greifen beide gleichzeitig an. Das finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir doch. Ja, was soll der noch machen? Yes. Schon. So, erledigt. Oh, I was about to break camp. I feared the King of Navarre was not interested in this truce. On the contrary. And I suspect a third party tried to prevent this meeting from happening. Let's begin without further ado. Schöne Mission. Mir gefällt das, wenn ich, wenn ich so Sachen habe, mit denen ich interagieren kann. Das mit diesen Tribogen und den Armbrüsten fand ich geil. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt Gefangene. Und zwar habe ich hier Aimon Poquet. Der wird natürlich mitgenommen. Weil der erhöht die Rüstungspunkte meiner Alchemisten um 1. Okay, das finde ich interessant. Das heißt, Gefangene bringen mir anscheinend Boni-Passive. Und einige Leute haben jetzt hier Stufe 3 und Stufe 2 erreicht. Hervorragend. Erstmal, unsere Alchemistin ist jetzt Stufe 3. Die kann jetzt wählen zwischen experimenteller Balsam. Deine Heilfläschchen verleihen Heilung. Dein Giftfläschchen bewirkt zweimal Vergiftung, nicht schlecht. Oder instabiles Können. Du lernst kraftvollere Formeln zu entwickeln, erhöht durch Feuerfläschchen verursachten Schaden. Und erhöht den Bereich von Säurefläschchen. Dann wird sie erstmal meine Kampfalchemistin. Warum war das hier gerade? Nein. Mein Bärenmeister, der kann jetzt auswählen zwischen Hinrichtung, du nutzt die Schwäche deines Ziels aus und erteilst einen tödlichen Schlag, der 6 bis 10 Schnittschaden verursacht. Der Angriff ist automatisch ein kritischer Treffer, wenn das Ziel Blutung, Vergiftung oder Verbrennung erleidet. Das fände ich nicht schlecht, weil wir können ja relativ gut mit Verbrennung arbeiten. Oder Beobachtung, du sendest deinen Falken aus, um ein Schlachtfeld Ausguck zu kundschaften. Er deckt einen Bereich des Schlachtfelds auf und verleiht dir eine Bestie Hast. Ja, das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig.
Und der grausame Bär kriegt den grausamen Biss. Dann machen wir das hier. So. Dann haben wir hier unsere Kreuzritterin. Die kann wählen zwischen Inbrunst. Du hältst an deiner Frömmigkeit fest, um weiterzukämpfen. Du heilst dich und erhältst Hast. Finde ich ziemlich gut. Du ermüdest deine Verbündeten, entfernst alle Debuffs und erneuerst einen zuvor geführten Rüstungspunkt. Nehme ich mal das mit dem sich selbst heilen, das hilft immer. Und meine Agathe bekommt den einsamen Wolf. Schön. Schön, schön, schön. With King Jean still being held prisoner, power is transferred to his son Charles, the Dauphin. Fearing a disaster like Poitiers, he refuses to engage in battle and puts the whole kingdom on the defensive. Peace with England seems further away than ever. King Edward and the Black Prince spend months in France, exhausting their army, trying unsuccessfully to defeat the kingdom they crave. Despite your efforts, your family's situation remains precarious. You're nothing but a pawn, shoved here and there in the turmoil of a war beyond your control. Rammen. Belagerung wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht können wir uns gleich noch mal ein bisschen angucken. The negotiations took place thanks to you. The Navarrese and French should be able to come to an agreement. In the meantime, I encourage you to visit the prisoner in his new home. Ja, unseren Gefangenen streiten wir natürlich gerne einen Besuch ab. Verhalte die Einheiten, die du in Schlachten fängst, verwalte wahrscheinlich. Jeder Gefangene verleiht einem oder mehr Effekte, die deine Gefährten oder Gebäude beeinflussen. Zudem kannst du Gefangene jederzeit freilassen, damit Gold erhalten. Okay, ja. Das ist aber ganz gut. Plus eins Rüstung für unsere Alchemisten. Nehmen wir gerne mit. Wir können neue Sachen im Labor herstellen, beziehungsweise wir brauchen eigentlich mal Giftgranaten. Erforscht. Und wir können uns nochmal einmal neue Fesseln kaufen. Wir haben nämlich keine mehr. Und mehr Balsam. Nehmen wir zwei. Dann haben wir den Markt freigeschaltet. Kaufe mit Gold andere Ressourcen. Okay, hier könnte ich jetzt also Metall kaufen, aber ich habe genug Metall, also alles fein. Und in der Schmiede kann man jetzt weitere Sachen verbessern. Und zwar würde ich ganz gerne mal... Hier, verstärkter Langdolch, den will ich verbessern. So. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, das war nicht so schlimm. Die Fraktion. Crown Wars schildert den Konflikt zwischen fünf großen Fraktionen, die in den Hundertjährigen Krieg involviert waren. Okay. Ah, jetzt haben wir hier die verschiedenen Fraktionen. Wir haben hier die Franzosen, die Bretonen, die Engländer, die Navarresen und die Kastilianer. Kastilien. Und wir gehen mal zu der Eroberung von St. Martin. Aber wir warten mal ein bisschen vorbei. Unsere Top-Truppe ist wahrscheinlich eh gerade erschöpft. Also können wir auch unsere Zweittruppe aussenden. Mit unserer Alchemistin Anja, mit... Oh, ich habe gar nicht mehr genug Leute, die sind alle angeschlagen oder auf dem Weg. Dann muss ich mich tatsächlich noch, muss ich noch ein bisschen warten. Oh, hier war gerade so ein Zufallsereignis, oder? Okay, kann ich auch in so Zufallskämpfe eingreifen, so wie es scheint. So, habe ich jetzt genug Leute oder... Guck mal... Ja, jetzt habe ich genug Leute. Dann nehmen wir natürlich Gewinnerle und Gottfried wieder mit. Wir nehmen Agathe mit und Alize. Das heißt, drei Fernkämpfer, das ist natürlich, ne? Dann nehmen wir unseren Hundemann mit. Der hat wieder Fesseln dabei. Vielleicht können wir ja uns noch irgendjemanden fangen. Und wir gehen los. In die Eroberung von Saint-Martin. Da ist es eine Belagerung, das wäre ich nochmal interessant, wenn wir irgendwie nochmal mit Belagerungssachen wie beispielsweise eine Rammer oder sowas arbeiten könnten, wird es auf jeden Fall spannend. Wir treffen Nicolas im Dorf von Saint-Martin. Okay, alles klar. Empfohlene Gefährtenstufe 3. Ich glaube, wir haben bisher nur eine Person, die Stufe 3 ist, aber wir gucken mal, ob wir das hier noch schaffen, liebe Leute. Und falls ihr noch Interesse habt an dem Spiel, ne? Crown Wars, The Black Prince heißt das Ganze, ist rausgekommen jetzt gerade für PlayStation 5, für Xbox Series S und X und für PC. Guckt da also gerne rein. Wir haben hier bestimmt auch irgendwo Links im Chat und in der Beschreibung.
Ein schönes mittelalterliches Strategiespiel, wenn ihr auch sowas steht. Rundenstrategiespiel. Wichtig. Vielen Dank, Jang Lia. Vielen Dank. Mercy. King Edward ordered us to destroy everything. To burn everything. But the voices. Voices are whispering in our heads. My men have gone mad. The voices, they won't stop calling out. Okay, jetzt kommen anscheinend diese mysteriösen Elemente dazu. Fand. Yes? Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das noch mit in die Story einweben, weil das, da muss man immer eine gute Mischung finden, finde ich, zwischen Realität und so mystischen Elementen. Also die beiden Fernkämpfer hinterher schicken. I'll get in position. Yes. Und meine Kreuzritterin kann man ein bisschen scouten. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Geschützturm quasi, den wir benutzen können. Und das mache ich natürlich immer sehr gerne, wenn er schon angeboten wird, ne? Ihr Leute. Ready to go? Komme ich da mit meinem Bestienmeister hin? Ja, komme ich. Hervorragend. Ready when you are. Yes. Consider it done. Ja, Häuser können brennen. Ja, ja, ja. Hier ist der Beweis, liebe Leute. Very well. Yes. So. Yes. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert, was ich hier vorhabe. Da hängen sie. Okay, sie haben ihre Hosen noch an. Leute. Okay. Der scheint nicht gerade gesund zu sein. Kann ich jetzt noch schießen? Nein, ich habe keine Aktion mehr, um zu schießen. Ah, dumm von mir. Dumm von mir, Leute. Das war richtig dumm von mir. Naja. Ready when you are. At your service. Dann kriegt er erstmal Teer ab. Hat er jetzt davon. So, meinen Hund stelle ich mal hier hin, damit der meine Fernkämpfer auch ein bisschen mit schützt. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne diese Armbrust hier benutzen. Können Sie bitte gehen? Dankeschön. Beweis von Mut. Okay, der hat irgendwie gebufft. Aue. Dann kommt noch einer angelatscht. Du sagst jetzt zweimal schießen. Herd. So, habe ich jetzt irgendjemanden hier überhaupt in Sichtweite? Nein. Das heißt, dieses ganze Schießen hier war völlig irrelevant. Was sei denn? Ne, ich kann mich gar nicht bewegen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann kriegt der halt einen Dolch ins Gesicht. So. Hat er jetzt davon. Den Kollegen hier muss ich mir als erstes schnappen. At your service. So. Was kann ich jetzt noch machen? Ich könnte heilen, das bringt mir nicht, aber ich kann verhöhnen. Das wollte ich machen, genau. Ich wollte Gegner verhöhnen. Damit der auf meinen Tank zuläuft und nicht auf meine Fernkämpferin. Out of my way. So. I'm ready. Versuche ich den mal abzustechen. Komm schon. At your service. Jetzt können wir den Spaß hier nicht auch anzünden, oder? Ja. Soll der Geiz. Ich
lebt ja immer noch. Das gibt's doch nicht. Hab ich noch irgendjemanden, der kämpfen kann? Nein. Gut, Runde beenden. Excusez-moi? Aue! Mit diesen Leuten mit ihren Mehrfachangriffen, Frechheit. Okay, dem da oben muss ich dringend helfen. Hundi. Mach den erstmal platt, bitte. Dankeschön. Und dann kann Hundi hier hochlaufen. Dann habe ich nämlich gleich den koordinierten Angriff. Was ist ausgewichen? Das gibt's doch nicht. Ah! Kacke. Stirb bitte. Und er heilt sich und haut einmal auf den drauf. I'm ready. Geht in den Verteidigerkampfstil. Und ich glaube, liebe Leute, an dieser Stelle werden wir jetzt gleich einmal dieses wunderbare Let's Play beenden. Denn jetzt geht's ja gleich hier los mit MTV Home. I'm ready. Was es mit dieser mysteriösen Geschichte auf sich hat, das müsst ihr vielleicht einfach selbst erfahren. Mit Crown Wars, The Black Prince. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich kann das jeder Person empfehlen, die Bock hat auf so ein bisschen XCOM, Jagged Alliance-artige Rundenstrategie mit so einem kleinen Twist. Ja? Weil im Mittelalter hat man ja das als Setting auch relativ selten, beziehungsweise im heutigen Krieg hat man als Mittelalter als Setting relativ selten. Und ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt ab. Ich speichere jetzt gleich und wenn ihr Bock habt auf mehr, dann schreibt es auch in die Kommentare. Dort findet ihr auch den Link zu dem Spiel. Wenn ihr Bock habt, euch das jetzt mal anzugucken, dann schaut doch einfach mal rein. Vielen, vielen Dank an euch und jetzt viel Spaß bei RBTV Home, liebe Leute. Macht's gut.